Moin. So, ich will mal den Rest Raps eindrillen. Eben noch mal die Maschine voll gemacht, dass wir den Kram mal endlich fertig haben. Aber so langsam müssen wir mal zum Ende kommen. Wir müssen auch schon bald Dünger streuen und spritzen. Also müssen wir nun mal sehen, dass wir hier mal fertig werden. Jo. So, hier haben wir eben aufgehört. Aufklappen. Ja, heute mal ein bisschen mit Musik hier und schlafe hier bald ein. Ja, Nachtschicht hier heute. Ne, aber ziehe ich jetzt einmal durch, dann habe ich das fertig. Ne? Oh, Tante Martha rief eben auch schon an. Oh, die Schweine, Mensch, Jung. Ich sag, du kennst das doch mit den Schweinen. Gehst einmal in den Stall rein. Dann hier das kurz erklärt, ne? Oh, Jung, das ist aber einfach, sagt sie. Ja, nun hat sie schon gesagt. Das wird sie mal öfter machen. Ist auch schon eine Erleichterung, ne? Ich meine, wenn sie da wohnt und so, ne? Dann kann sie ja auch mal was machen, ne? Und da einmal abends durchlaufen und mal gucken, ob die Schweine alle Futter gekriegt haben. Das kann man ja wohl mal machen. Vor allen Dingen hat sie auf dem Bett was zu tun, ne? Gut, wenn ich da morgens einmal rumfahre, das ist ja okay. Aber... ne? Gucken. Oh, pass. Ja. Ja, das ist die letzte Arbeit von dem Träger hier. Dann geht der zum Händler zurück. Das war ja ein Vorführer. Ja, und nun habe ich da irgendwie... Eigentlich wollte ich ja diesen genau so haben. Und... sagt, da gibt es da einen Lieferengpass. Kann ich mir gar nicht vorstellen, aber... sagt er, dieses Jahr kannst du den nicht mehr kriegen. So, nun hatte ich aber alternativ geguckt. Weil ich würde gerne den alten Deutz weggeben. Weil der hat nun echt schon... der fängt mit dem Schwächeln an. Und nun habe ich schon geguckt nach einem 700er-Fend. Oh, mal gucken. Nun hatte ich aber alternativ auch noch... 7R als Angebot gekriegt. Oh. Oh, mal gucken. Also den 700er Fan, den könnte ich da schon irgendwie die Tage haben. Ja, weiß ich auch nicht. Leute, könnt ihr ja vielleicht mal in die Kommentare schreiben, vielleicht fällt euch ja was dazu ein. Ich sag mal, so ein 700er Fan ist auch nicht so schlecht. Dann kann ich ja nächstes Jahr immer noch einen Träger weggeben. Und trotzdem noch einen 800er nehmen. Und mal gucken. Aber könnt ihr euch ja mal was zu einfallen lassen. Könnt ihr ja mal reinschreiben, mal gucken. Ne? Jo. Jo, war schön, ne? So mitten im Dusern hier so über die Felder fahren. Eben lief hier ein Fuchs lang. Guckt er auch mal so. Was machst du denn hier? Hinten beim Nachbarn auf dem Feld standen die Rehe. Ja. Schön, schön. Ne,
wenn man hier so über die Felder guckt. Oh. Ja, hier sieht man Sonnenuntergang auch eher. Auf dieser flachen Platte hier. Immer halb in Graben eintauchen hier. Aber ich habe hier ein bisschen wenig Luft gelassen. Naja. Aber irgendwas ist ja immer. Ne? Gut, ich könnte hier jetzt noch einen rundherum ziehen, aber... Halt. Fahrgasse aus. So. Tülü an und Abfahrt. Ja, wir sind jetzt hier auf dem letzten Finish. Also, oh, ich habe gedacht, ich nehme euch noch mal einen Augenblick mit. Aber das hat schon Art hier. Der 800er, das passt. Aber der Händler sagt, du, mit dem 700er kannst du die Drillmaschine auch ziehen. Und wir haben ja den anderen 800er ja auch noch, ne? Aber der wäre schon echt geil gewesen, aber naja. Bei diesem will er noch ein Jahr als Vorführer laufen lassen. Aber sagt er, sonst hätte ich auch den haben können hier. Aber na gut, kann man auch verstehen, ne? Alternativ hatte ich auch noch mal wegen 900er angefragt. Sagt er auf. Was willst du damit? Den brauchst du gar nicht. Ne? Also ein 800er ist schon ausreichend. So, was soll ich jetzt mit einem 900er? Geschweige denn 1000er. Also, das wäre nun völliger Blödsinn, ne? Gut, wenn wir jetzt hier das ganze Dorf haben an Land. Also ich sag mal, wir haben hier nochmal 100 Hektar dazu. Und würden dann 1000er nehmen. Da könnte man ja sagen, okay. Oder dann 900er, ne? Aber 1000er wäre jetzt völliger Bullshit. Also, das macht gar keinen Sinn. Ja, aber diesen machen wir dann schön sauber morgen und dann kommt er wieder hin zum Händler. Ja, und mit dem 700er müssen wir mal gucken. Also ich gebe auf jeden Fall den alten Deutz in Zahlung. Der kommt weg. Mal sehen, er wollte sich nochmal schlau machen. Eventuell noch eine Frontlader-Vorbereitung. Weil dann würde ich den anderen Deutz auch noch weggeben. Weil wir haben ja nun von Onkel Hein noch den Deutz mit Frontlader. So, und wenn am 700er auch noch einer rangeht, dann würde ich den alten Deutz Frontlader behalten. Wenn er da rangeht, weiß ich ja nicht. Weil der Frontlader ist ja noch eigentlich gut. Den kann man ja noch mitverwenden. Und wenn er nur im Schuppen steht und man den für einen Notfall nimmt, ne? Was weiß ich, mal eine Palette Schweinefutter durch die Gegend fahren oder so. Ich weiß nicht, ob der Lütte Deutz es schafft. Kann eng werden. Und der 700er, wenn der noch mit Radgewichten und so, dann könnte ich mir vorstellen, dass er das noch packt. Mal sehen. Wie gesagt, morgen wollen wir uns dann noch mal ein bisschen zusammensetzen mit dem Händler. Und dann... Weil wir sind ja auch jetzt gleich ins Minus gerutscht. Also... Und Tante Marta wollte ja das Portemonnaie aufmachen. Die sagt, die bezahlt alles. So. Gucken wir mal.
Ja, und den Deutz Intrak, den habe ich nun als Schweinetransporter umgewandelt. Also der hat jetzt den Schweinewagen hinter und da bleibt er auch hinter. Gut, vielleicht bauen wir den zwischendurch mal ab, aber der soll jetzt nur noch für Schweine sein. Oh, der ist schön wendig dafür, ne? Das passt. Oh, mal gucken. Halt. Tülü an. Ja. Genau. Jo, zweimal hin, zweimal zurück. Da haben wir das. Dann nur einmal Vorgewende, Fahrgasse machen und dann Passat. Ah, da hat aber auch jetzt ganz schön Stunden gelaufen bei mir. Jetzt 9,7 Stunden. Der hatte ja 0, wo ich ihn bekommen habe. Oder 0,1 oder sowas. Ja, es war eigentlich ein neuer, den sollte eigentlich verkauft werden. Den wollte er als Ausstellungsstück haben. Er hatte mir ja damals den anderen Deutzer verkauft, den gebrauchten, und dann hatte er ein schlechtes Gewissen. Ja, und dann hat er gesagt, hier, falls der ein oder andere sich erinnert noch, kriege ich den hier als Vorführer, als Entschädigung, und jo. Und dann sagt er, wenn die Saison um ist, sagt er, dann bringst du mir den wieder, und ist er nun. Da haben wir einen Spin. Und den Rest kriege ich dann mit meinem Kram fertig, ne? Treat. Ja, dem traue ich richtig schon hinterher. Den vermisse ich jetzt schon, den Träger hier. Mochte ich gerne. Aber gut. Aber vielleicht klappt er dann ja nächstes Jahr, dass wir dann so einen noch dazu haben. Und dann vielleicht noch einen weg. Halt. Tülü an. Oh. Ja, hier sind wir einmal lang gefahren, genau. Dann fahren wir noch einmal zurück. Ja, jetzt haben wir Fahrgasse, genau. Dann da einmal zack und dann muss ich da einmal irgendwie ja, quer fahren. Jetzt wird da noch eine Fahrgasse zwischenkriegen. Irgendwie. Mal sehen. Ja, und dann kommt auch bald der Winter hier. Da weiß ich noch gar nicht, was ich da alles mache. Mal schauen. Ja, dann müssen wir auch bald mal Mist fahren. Schon ganz schön Mist liegen da. Da wollte ich nochmal aufs Grün dann drauf. Muss ich auch nochmal gucken, ob ich da irgendwo was geliehen kriege oder so. Halt. Fahrgasse aus. So.
Was haben wir da? Genau, Fahrgasse 6 Meter, links 6 Meter sind 12, dann nochmal 6 dazu sind. Ja. Bahn zu Ende hier. So. Einmal hoch. So, jetzt machen wir den auch ohne. Da müssen wir ein Bett mit Auge nachher. Das passt halt. Muss passen. Aber mit Chance haut er Nachbar hier noch ein Bett, eine Handvoll Dünger mit rüber, wenn der lang fährt. Wenn hier hinten in der Ecke dann Bett, hier steht sowieso mal ein bisschen Wasser, da nicht ganz so viel Dünger und so hinkommt, dann ist das auch nicht ganz so schlimm. So, was muss man? 6, 12, zack, ja, 6, 12, pass. So, ich würde sagen, ab hier ungefähr. So, wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen Auge. So, und streuen wir hier vielleicht ein bisschen doppelt, aber das ist dann so. Beim Spritzen kann ich das vielleicht ein bisschen wegschalten, aber jetzt fürs Düngen nachher brauche ich die eine Fahrgasse hier. Wenn das jetzt nicht ganz passt, aber das ist so. Und hier ist die eine auch ein bisschen weit durch, aber gut. Oh, das sollen wir mal noch hinkriegen. Obwohl, ich rede hier die ganze Zeit von Nachtschicht. So spät ist das eigentlich noch gar nicht. Aber wie gesagt, es ist Nacht, ne? Es ist duster. Zum Abendbrot schaffe ich das vielleicht nicht mehr ganz, aber hier hatte ich schon ein Stück mitgezogen, aber das entschärfen wir noch mal ein bisschen. Oh. Wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen ein Auge. Gut, man könnte das GPS jetzt nochmal umstellen und so, aber wir wollen ja nicht päpstlicher sein als der Papst, ne?
mitten die Kirche im Dorf lassen. So, jetzt sind wir hier hinten. Jetzt müssen wir... Ja, hier nehmen wir so ein bisschen die Mitte. So. Ab durch die Mitte. Hm. Ah, da drehen sich bei einigen wieder im Kopf irgendwas. Naja, Insider, Leute. Denkt euch nichts bei. Derjenige weiß, wenn er das guckt, was ich meine. Ich nenne jetzt aber keinen Namen. Alles gut. So, jetzt ziehen wir mal ein Betten rüber. Ah, das sieht gut aus, glaube ich. Die Enden kriegen wir noch mit. So. So, hier machen wir einmal Halt. Nee, nicht aussteigen. Eventuell kriegen wir hier die Nachbarkoppel noch zu. Dann kann ich nämlich in einzeln durchspritzen und dünn. Oder ich kann wenigstens da in die Ecke nochmal reinhoppen. Genau. Weiter geht's. Hier passt das natürlich nun nicht vom Abstand. So, da haben wir das auch gleich geschafft. Machen wir da unten noch einmal und dann... So, hier die Nachbarkoppel, da können wir einmal rüber. Hier ist erst nur gegrubbert. Ziehen wir hier einmal gerade durch. Und dann passt das. Zack. So, das haben wir. So. Licht aus.
Gut, Leute. Dann mag wie Feierabend. Und ja, bis zum nächsten Mal, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.